Hallo und willkommen bei Planeo. Mein Name ist David Fuchs und wir haben hier den Abschluss jetzt gefunden bei unserer kleinen Miniserie Neubaugestaltung in einzelnen kleinen Folgen und gehen heute in den Gartenbereich hinein und da hoffe ich, dass ihr uns folgt. Ja Leute, das war es. Das ist das Videotagebuch gewesen für den Neubau im Innenbereich. Wir wollten euch gerade in dieser Serie quasi diesen einzelnen Etappen vorstellen, was wichtig ist. Estriaufbau, Putze, Malerarbeiten, Bodenbelag, Farbenwelt, Türen, all diese Dinge in einzelnen Videos präsentieren, damit man halt eben auch euch im Neubau gute Tipps und Infos geben kann. Selbstverständlich auch die Produkte bei uns im Shop zu finden sind. Und damit wollten wir auch abschließen für den Innenausbau und Innenbereich und wollen mit euch den Außenbereich jetzt gehen. Also auch das sind ja unsere Schwerpunkte, Gartengestaltung, Terrasse, Sichtschutzzäune, Lichtelemente. All das könnt ihr auch bei uns im Shop finden und dafür auch bei uns sehr viel Rat bekommen. Und da werden wir jetzt die nächsten Serien machen im Neubau, Gartengestaltung und dafür auch die einzelnen Videos. So sieht's aus. Der Bau ist noch überhaupt nicht fertig. Der Innenbereich auf jeden Fall. Aber jetzt geht es halt eben, sobald es ein bisschen wärmer wird und wir so in den Frühling reinkommen, geht die Gartengestaltung los. Terrasse, Aufbau, Betonelemente. Draußen dann halt eben die ganzen Bepflanzungen und Bäume, Erdbewegungen und auch natürlich Licht und so weiter. Und da wollen wir euch gerne mitnehmen. Auch hier machen wir dann, wie gesagt, die Serie in den einzelnen Etappen, sodass ihr euch die Infos holen könnt, was wichtig ist, wie man das Ganze halt eben auch fachmännisch gestalten kann. Folgt uns auch in diese neue Serie und ich hoffe, euch hat die alte gefallen. Daumen hoch, bewertet uns auch. Wir würden uns sehr darüber freuen und vor allem, wenn wir auch die Projekte für Sie mit begleiten könnten. Wir sehen uns noch bei den nächsten Folgen. Bis dahin, tschüss.